Guten Morgen, meine Lieben. Ich hätte fast vergessen, dass ich heute vloggen muss. Aber diese Woche vlogge ich mal wieder, weil das gut angekommen ist und ich ja jetzt mehr Vlogs machen wollte. Und jetzt gerade gehe ich zu einer Probe von so einem Konzert bei mir in der Schule. Am Donnerstag machen wir nämlich so ein Konzert, damit wir unseren Abiball noch ein bisschen so finanzieren können und so ein bisschen absichern können. Und ich kann nicht wirklich singen, aber ich singe im Chor. Das macht Spaß und ich sehe die anderen und ja, das war jetzt ganz spontan. Das geht nur so 2 Stunden und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich bin jetzt wieder zu Hause, also das ging nur 1 Stunde, diese Probe. Und ich habe gerade Mittag gegessen, meine Montagsnudeln. Und dann spiele ich Sims. Obwohl draußen wirklich schönes Wetter ist. Aber ich bin irgendwie, das habe ich jetzt mal so für mich festgelegt, ich bin mehr der drinne Mensch. Ich mag es lieber drin zu sein. Obwohl ich draußen auch liebe. Ich liebe die Wärme und nicht Hitze. Hitze mag ich nicht, aber Wärme. Aber ich bin einfach lieber drin in einem geschlossenen Raum. Tja, ich habe mich irgendwie sehr wenig gemeldet heute. Ich habe dann noch sehr viel gelesen, saß 1 Stunde in der Sonne. Habe 1 Stunde Mittagsschlaf gemacht, war mit meiner Mama spazieren. Haben gerade Abendbrot gegessen und jetzt ist wieder Sims angesagt. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, 8.55 Uhr. Und ich habe gerade schon gefrühstückt und jetzt mache ich mein Workout. Gerade mache ich die von Anna Zaccone. Die hat diese Sommer-Workout-Sache mit Lucy, meiner Trainerin, mit der ich sonst immer alles mache. Und für 6 Wochen geht das halt. Man macht diese Workouts, die gehen 10 Minuten, die macht man 3 Mal ineinander. Und dann ist man fertig. Und ich habe jetzt schon das erste gemacht und ich bin schon leicht verschwitzt, aber es wird dann noch viel schlimmer. Ja. Ich habe heute Nacht irgendwie nicht so gut geschlafen, so wenig vor allem. Und der Handwerker oder beziehungsweise Maler kam heute nochmal und der kommt immer 7 Uhr. So, ich setze mich nun raus. Es ist jetzt 10:45 Uhr und ich setze mich in die Sonne. Es ist ein wunderschöner Tag, blauer Himmel, die Sonne scheint. Ich habe mich gerade gestoßen. Jemand mäht Rasen von den Rentnern hier. Ja, so kann sich's leben lassen. Habe gerade meine Post bekommen vom Amazon und zwar ist es dieses Buch. Da reden gerade irgendwie ganz viele drüber und ich weiß gar nicht viel darüber. Ich habe es mir einfach geholt, weil alle drüber geredet haben. What does it mean to feel truly alive? Es ist wieder auf Englisch. Ich glaube einfach, das ist wieder so voller inspirierender Sprüche und Gedanken und aus sowas stehe ich ja und das finden ganz viele ganz toll. Deswegen, ich lasse euch das mal wissen, wie das ist. Ich mache mir nochmal meine Nudeln von gestern warm. Schaue dabei Snapchat. Ich liege jetzt hier einfach und genieße die Zeit mit meiner Banane. Es ist so schön, Zeit zu haben. Aber jetzt ist mir, es grenzt schon wieder an langweilig, weil ich bin wirklich den ganzen Vormittag hier draußen gewesen und habe irgendwie gelesen oder so. Aber langsam will ich irgendwie losmachen. Aber ich habe noch mindestens 1 Stunde Zeit. Guten Morgen, ihr Hübschen. Ich habe gestern irgendwie gar nicht mehr gefilmt. Ich bin dann zu dieser Probe vom Konzert gefahren, dann zu Wendelin. Und ich war so müde und heute Nacht habe ich richtig schlecht geschlafen wegen Heuschnupfen. Und naja, jetzt fahre ich nach Hause. Es ist jetzt so 9.51 Uhr. Ich habe richtig Hunger, aber ich will zu Hause frühstücken. Und ja, zu Hause mache ich mir einen gechillt und setze mich wieder in die Sonne, spiele Sims, entspanne mich. Oh, Heuschnupfen ist so blöde. Ich bin jetzt zu Hause, habe gerade schon gefrühstückt, war drüben die Katze füttern. Ich will auch eine Katze. Melly und ich wollen mal eine Katze. Ja. Katzen. Wow, Katzen so süß. Stimmt, ich habe von Svenlin geschrieben im Bus. Ne? Ich bin ja ungefähr so 10 Bus gefahren. Waren nur als Leute, aber jeder Platz war besetzt. Und alles so alte Leutchen, so Omas, Opas, keine Ahnung. Das war richtig krass. Und das macht einem schon ein bisschen Angst. Aber das ist halt um diese Zeit so, ne? Morgens 6 sind nur junge Leute im Bus. So, jetzt spiele ich Sims. Mich hat wieder eine ganz liebe Firma angeschrieben, beziehungsweise einer von der Firma. Jedenfalls hatte er mir schon mal was zugeschickt von seiner Firma. Die machen so Gerstengras. Und jetzt hat er mir nochmal ein Paket zugeschickt und fast ein Jahr später ungefähr. Und ich habe diesmal für ein bisschen was anderes, also um etwas anderes gebeten, weil, ich erkläre das erstmal anders, Langgeschichte. Das ist so ein Pulver, das macht irgendwie alles besser. Also die Marke heißt Yomu und das ist für alles gut. Also da sind ganz viele Vitamine drin. Stärkung des Immunsystems, wirkt beruhigend, entspannend, Entgiftung,
blablabla, also alles Mögliche. Und jedenfalls hat er mir hier so ein ganz tolles Paket zusammengestellt. Da ist auch noch so eine Art Marmelade, glaube ich, drin. Und dann hier eben so ein ganz großes Pack an Presslingen. Und das ist eben dieses Pulver, bloß halt gepresst. Weil dieses Pulver hat schon so einen Eigengeschmack, aber wenn das so gepresst ist, wie ich habe das hier auch stehen. Moment. Sieht dann so aus, hat er mir auch schon mal letztes Jahr eine Probe geschenkt. Dann kann man das super einnehmen, muss man glaube ich 6 auf einmal oder so einnehmen. Aber das geht viel besser für mich als dieses Pulver, das hat schon einen Eigengeschmack. Und ich fand das so nett und dabei sind noch so, hier sowas hier zum Beispiel, ein Diamant. Irgendwie so ein Brief und ein Diamant und so. Und mich freut das einfach so sehr, weil immer mehr Firmen wollen, was heißt immer mehr, aber ich meine, es fängt jetzt langsam an, dass Leute auch kooperieren wollen. Und das hat er, gestern haben wir geschrieben und heute ist das Paket schon da. Und dann auch noch so eine Riesentüte. Also normalerweise würde das relativ viel kosten. Und ich habe unten auch schon, letztes Jahr hat er mir auch schon eine Riesentüte von diesem Gerstengraspulver geschickt. Und ich bin einfach sehr dankbar dafür. Und deswegen will ich das jetzt einfach mal erwähnen, obwohl ich es noch nicht wirklich getestet habe, einfach aus Dank, dass die Leute so kooperierfreudig sind und mir kleinen YouTuber, was zuschicken wollen von ihren Produkten. Und ich verspreche mir wirklich viel davon. Ich werde euch dann nochmal genauer drüber informieren. Aber ihr könnt hier schon mal gucken, so, also ein Teelöffel von diesem Gerstengras oder eben, keine Ahnung, 6 Tabletten, haben so viel Vitamin C wie 17 frische Äpfel oder 5-mal so viel Eisen wie Spinat und blablabla. Also richtig viele tolle Sachen und ja, bin sehr glücklich darüber. Nicht gerade passend für dieses Wetter, aber sehr lecker. Ich habe gerade Almbrot gegessen. Jetzt mache ich noch ein kleines Workout und dann gehe ich mich Bett fertig machen. Dann lese ich doch ein bisschen, weil ich habe heute schon sehr viel Sims gespielt. Normalerweise spiele ich lieber abends Sims. Aber heute habe ich über den ganzen Tag schon sehr viel gespielt. Ich habe aber auch schon viel gelesen. Und dann schlafe ich auch bei Zeiten, weil diese Nacht habe ich ja nicht so gut geschlafen. Gute Nacht! Zum Frühstück gibt es bei mir wie immer Porridge mit Ahornsirup und Datteln. Yummy! Und Hafermilch, natürlich. Workout geschafft und ich sehe aus wie ein nasses... Weiß ich auch nicht. Und jetzt erstmal in die Dusche. And it feels like I am just no close to nothing. Ich habe ein bisschen Bammel, weil heute ist ja Sing Sing Bing. Und ich kann nicht Sing Sing Bing. Aber, ach, manchmal kann ich es, aber manchmal, also ich kann nicht wirklich sagen, ob ich es kann oder nicht. Ich hoffe einfach, das wird gut, aber ich versuche einfach dabei Spaß zu haben. Ja, es ist nicht viel passiert. Mein Ratatouille ist gerade im Ofen. Ich liebe Ratatouille, ist irgendwie mein neues Lieblingsessen. So, irgendwie ist es so leicht und es ist so lecker. Und das esse ich jetzt gleich. Ist gleich fertig. Und dann mal gucken. Heute Nachmittag ist nochmal Probe. Sorry, dass die Woche so ein bisschen langweilig ist. Ja, aber ich kann nichts wirklich dagegen tun. So sieht jetzt eine normale Woche bei mir aus. Also einfach ein Tag hier, ein Tag da, ein Tag hier, ein Tag da. So ist es. Yummy, yummy, yummy. Und nebenbei gucke ich, was über Hochbegabte. Jetzt snacke ich noch ein paar Orangen und spiele weiter Sims. Und mein Sim hat Kranzwillinge bekommen. Oh oh. Ich mache jetzt gleich los, aber ich wollte euch noch mein Outfit zeigen. Das habe ich an. Einfach meine Bomber-Blumenjacke und mein Jumpsuit, Playsuit, wie auch immer. Yes, und meine Tasche. Oh. Konzert ist vorbei, es war sehr schön. Ich war sehr happy irgendwie auf der Bühne. Hab so rumgeguckt und so. Und jetzt gehe ich zu Berlin. Mal sehen, was wir heute noch so machen. Wahrscheinlich Breaking Bad gucken. Und ja. Ich bin jetzt schon wieder zurück. Es ist um 11 jetzt, ne? Ja, wir haben gerade einfach nur diese ganzen Noten abgeglichen. Und den Einmarsch geübt, nämlich bei unserem Abiball, wenn Zeugnisausgabe ist, die ist ja vor dem Ball sozusagen, ist Zeugnisvergabe. Und ich hatte ja eigentlich geplant, dieses andere Outfit anzuziehen, was ich in meinem Hall gezeigt habe, aber jetzt ist das irgendwie doch schon ziemlich so krass mit Einmarsch und so. Und wenn ich dann die Einzige bin, die nicht so schick ist, ist auch doof. Deswegen ziehe ich jetzt vielleicht doch mein Abiballkleid an, habe ich so überlegt, keine Ahnung. Ich warte jetzt noch 2 Stunden oder so, oder 3.
auch wenn den Leser ein bisschen esse was, keine Ahnung. Ich habe so einen Hunger und will mir nicht einfach irgendwie Brötchen von Valentins Familie so auftauen oder so und einfach so Brötchen essen. Und deswegen habe ich mich jetzt beschlossen, in mein Lieblingsveganes Restaurant, was sagt man denn zu Shop, Daily, wie auch immer, zu gehen, Sprout. Oh, das ist so lecker, das würde euch Fleischessen auch schmecken. Und das mache ich jetzt und dann hole ich ihn von der Schule ab. Und ich freue mich jetzt irgendwie, aber ich habe so einen Hunger, ich habe heute noch nichts gegessen. Darauf ist der Himmel gemacht, liebe Leute. Da hinten noch ein Schokobon. Ich bin jetzt auf dem Weg, Wendelin aufzugabeln. Es war so lecker und ich saß jetzt im Garten und ich hole jetzt Wendelin ab und freue mich auf ihn. Das war so lecker und es ist so schön. Und nun bin ich auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. So schnell geht das. Nee, wir haben gerade noch einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Ich liebe Mittagsschlaf. Mittagsschläfe oder Nickerchen, wie ich sie nenne, sind das Beste. Jetzt gehe ich nach Hause, es ist schönes Wetter. Und, weiß ich nicht, den Abend werde ich wahrscheinlich mit Sims spielen verbringen. So krass ist mein Leben. Ich sitze jetzt hier und warte auf meine Mama. Wir wollten uns nämlich hier treffen, damit sie mich mitnimmt auf dem Rückweg nach Hause. Und ich lese mein Buch und das kann ich sehr, sehr empfehlen, falls ihr euch für Depressionen interessiert oder welche habt oder irgendwie so. Ich habe euch ja diese Woche, Anfang dieser Woche, auf Snapchat erzählt, dass mir eine ganz tolle Chance zuteil wurde und ich habe nicht weiter was dazu gesagt, außer dass es gut ist, dann und wann über Grenzen zu gehen und dass es sogar sehr viel bringen kann, dass man manchmal einfach nur diesen Anstups braucht irgendwie. Und mein Anstups war meine Freundin Uli. Ich war mit ihr auf einer veganen Messe und sie war länger da, weil ich weg musste und sie hat noch so eine Beauty-Marke da, die dort war, die so Naturkosmetik macht, eben vegan, aus Österreich, gesehen und hat sich mit denen unterhalten und hat mich dann mal mitgenommen auf ein Treffen von denen. Und diese Marke heißt Ringana. Und ich war neulich auf einem Treffen von denen und es war super interessant. Die machen ganz tolle Produkte, alles ist total natürlich, also gibt es nicht im Laden zu kaufen, weil das so frisch ist, dass sie das frisch in Österreich machen und dir dann, wenn du es im Internet eben bestellst, frisch zusenden sozusagen. Und ja, die machen eben Verschiedenes. Einmal so Körperpflege, Gesichtspflege, Skincare mehr oder weniger. Und dann auch noch so Kapseln, die du für alles Mögliche nehmen kannst. Oder auch so eine Art Energy Drinks. Also verschiedene Sachen. Uli meint eben, Nora, schreib denen doch mal, dass du einen YouTube-Channel hast. Und vielleicht schicken die dir was zu. Und ich so, nee, ich will mich diesen Firmen nicht so anbieten. Das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich mich aber eines Abends doch mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich kann ja mal was schreiben, was Nettes. Schlimmer als Absagen. Was Schlimmeres als Absagen können sie ja nicht machen. Und da habe ich mich eben hingesetzt, denen so versucht zu erklären, was mein Channel so angeht und dass ich die Leute aufmerksam machen will, auch auf die, ja, wie sagt man, eine nachhaltige Lebensweise. Und die war einverstanden damit, mir was zuzusenden. Und ich habe ihnen gesagt, ich stelle die Produkte erst vor, die mir wirklich gefallen, aber ich wollte euch einfach auf den Weg geben, geht mal über Grenzen und traut euch was. Und am Ende passiert meistens etwas Wunderbares. Und ich habe jetzt hier diese Produkte stehen und die sind in einem Wert von über 100 Euro. Und ich nehme das nicht für normal. Und ganz viele YouTuber kriegen sowas jeden Tag zugesendet. Riesenpakete mit allem möglichen Zeug. Und für mich ist das eben was ganz Besonderes. Und ich werde die ganzen Sachen jetzt eben ausprobieren. Und wenn mir was gefällt, dann werde ich, kann ich mal reden, werde ich natürlich euch in einem Favoritenvideo oder so davon berichten. Und wenn nicht, dann hört ihr einfach nichts mehr davon. Aber ich freue mich jetzt total darauf, nur um das so kurz zu erklären. Ist einfach ein Deo, ein Zahnöl. Das ist für die Haare, das macht die Haare so kräftiger. Das ist eine Art Energy Drink. Meine Oma ruft gerade an. Und das ist für das Immunsystem. Ich gehe jetzt mal ans Telefon. So, ich habe gerade noch Abendbrot gegessen mit meinen Eltern und ja, werde jetzt noch das Video schneiden und Sims spielen, schließe also das Video hiermit ab. Auch wenn die Woche jetzt für euch nicht so besonders erschien, so sieht jetzt mein Alltag aus, also verschiedene Sachen passieren schon, aber alles in allem habe ich einfach viel Zeit, was natürlich total schön ist. Trotzdem war es aber für mich eine besondere Woche, weil ja, ich werde das nie vergessen, das ist
sozusagen die erste richtig große Lieferung, die ich bekommen habe von einer tollen Marke. Ich meine, ich habe wie gesagt auch dieses Gerstengraspulver bekommen, aber das hatte ich ja schon mal bekommen. Aber so eine Beauty-Produkte und wirklich verschiedene Sachen mit so einem großen Wert auch irgendwie. Und so was Gutes, wohinter ich auch stehe, das macht mich wirklich glücklich. Und genau, also bis bald. Wir sehen uns am Mittwoch wieder beim nächsten Juhuni-Video. Und ja, tschüssi.